Weiter mit Miasma Chronicles. Wir sind nicht in der DRC und wir sind nicht auf der Skelettstraße. Keine Angst, ich weiß das. Wir sind nochmal in Terminal 5. Ich bin ja, wenn ihr nicht mit dabei seid, immer nochmal ein bisschen unterwegs, damit wir hier nicht allzu viel verpassen. Und habe gesehen, dass wir hier direkt am Eingang vom Flughafen ein paar Sachen verpasst haben. Nämlich kann man einmal, direkt wenn man reinkommt, jetzt habe ich es zum zweiten Mal nicht gesehen, hier nach rechts durch Air America durch. Und Entschuldigung, Air America. Da war Amerika aber auch schon kleiner auf der Karte da oben. So, einmal hier durch. Hier ist ein Camp. Können wir ein bisschen Zeug mitnehmen. Und hier ist auch nochmal eine Warnung vor der Fabrik, wo irgendwie drin steht, dass... Genau, die Fabrik macht das mir erstmal wütend. Die Fabrik muss zugemacht werden. So, und hier drüben auf der anderen Seite bin ich dann raus und habe den Watcher da oben gesehen. Und gedacht, oh hey, die Jungs suchen wir doch. Also einmal hochklettern, mit dem Watcher reden. Und dann gehen wir zur Skeleton Road. Wobei ich nicht weiß, wir haben wirklich viel Geld mittlerweile. We've been watching. You have become powerful. Ich weiß. Don't feel powerful. Feel like I'm falling apart. When your fingers break and your feet bleed, you're almost there. Don't give up. Push forward. There is one more watcher you need to meet. So, ich würde dann gern nochmal zurück in die Stadt gehen, die DRC und das große Schrotgewehr für Dix kaufen. Ich weiß, die nächste Kiste, die ich dann aufmache, hat dann das große Schrotgewehr drin. Da bin ich mir jetzt schon ziemlich sicher. Aber Dix macht einfach so gute Arbeit. Wo kommen all diese Dinge hierher? Habe ich einfach die Karte vorher nicht ordentlich gedreht, oder was? Ich meine nicht, dass ich hier irgendwelche Achievements suche oder so. Es gibt bessere Wege, die Machtübergabe zu handhaben. Die Menschen haben ein freundliches Verhältnis. Ich weiß, dass du Diesel als Vorarbeiter der Fabrik eingesetzt hast. Okay. So, der hatte keine Waffen, aber hier vorne hat jemand Waffen gehabt, oder? Nee, das ist der Typ. Dann ganz da hinten der Laden. Irgendwo hier gab es noch T3-Waffen. Nicht aus dem Weg, kleiner Star Wars-Roboter. Beep, boop, beep, boop. Genau, da, dieser Militär-Surplus-Roboter. Der hatte Waffen. Okay, wir brauchen kein richtiges Scharfschützengewehr, außer das Ding wäre gesilenced. 130 wäre natürlich nice. So, hiernach suche ich die HV-Schrotflinte. Feuert Hochspannungsplasmageschosse ab. Oha. Baut für die interne Sicherheitsabteilung. Wir haben aktuell die hier, 60-90. Die ist 90-120. Ist ja eigentlich, was das Ding knallt. Für nur 3-6 und wir haben 4-7. Okay. Dix, dann pass mal auf. So, du kriegst jetzt diese wunderschöne Knickknack. Oh yeah. Das Ding sieht aus, als wird das Ärger machen. So, Waffenreichweite erhöht und boom, 150 Punkte Schaden bei einem Crit. Das ist doch was, so. Das ist doch was. Irgendwelche interessanten Visiere oder Mods, Fernkampfkumpel, Reichweiten, das war ein größerer schon, ne? 30%, Altimeter, Magazin, brutale Kugeln könnten wir vielleicht nochmal nehmen. Ich glaube, wir hätten ein, zwei Waffen, die gebrauchen könnten. Dass ich von hier drin gerade nicht gucken kann. Was ist denn hier drauf? Okay, kritische Kugeln, das passt ja. Da ist auch kritischer Waffenschaden drauf. Da ist nochmal KW drauf. Ich hätte eigentlich ja auch lieber KW für das Ding hier, aber wir brauchen die 80 Punkte Damage, die da drauf sind. Okay, zur Skeleton Road, huh? Wir haben da Sachen zu tun. Zuerst würde ich aber gerne das da machen. Aber selbe Richtung, nicht? Genau. Dann fehlt uns auch nur noch ein Watcher, nicht? Dann haben wir alle fünf gefunden. Ja, das hoffe ich auch. Ich sag, hier vorne ist mittlerweile wieder was los. Das hat mich ein bisschen gestört, als ich mich umgeschaut habe, weil ich will ja auch nicht...
Uff, da hinten sind tatsächlich die Collector. Die können wir zappen, Elvis hat genug Zapping Power. Können die Collector aber auch betäuben, oder? Okay, diese gehören nicht zu denselben Gruppen, ja? Truppler, nein, die gehören zu zwei verschiedenen Gruppen. Das heißt, wenn wir gegen die Baller kämpfen, können wir danach gegen die da kämpfen. Wäre jetzt zumindest das, wie ich das hier interpretiere. Was natürlich auch komplett falsch sein kann, aber hey. Ich weiß ja nicht, wie die hier miteinander interagieren oder was passiert, wenn ich hier anfange, jetzt auf die zu schießen. Wir hatten ja gerade einen Checkpoint, also wenn wirklich alles extrem schief geht. Dritt müsstest du noch machen, Dix. Dix bleibt erstmal hier. Ich würde dich hier rüber in Deckung setzen, dann kannst du von hier aus mitarbeiten, falls was ist. Und die Lady ganz nach hier vorne. Dann kriegen wir das schon alles hin hier. Okay, wir bräuchten also minimal Damage auf den Baller hier vorne. Ach, richtig, die kann ja jetzt Leute wütend machen. Wir bräuchten Damage auf den Baller. Die Frage ist da, wie machen wir das am besten? Das ist nicht schlecht. Das wäre natürlich am besten, aber wir brauchen das ja gleich gegen die da. Ich hoffe einfach mal, dass die jetzt nicht mitkommen. Das würde mich sehr ärgern. Ich glaube, sie sind mit aufgewacht. Na gut, dann müssen wir halt damit arbeiten. Das ist immer noch zu wenig. Bild. Jetzt sollte es aber passen, nicht? Alter Dix. Order up some tombstones. That's right, yeah. Gut, der Rest würde ich sagen, sitzt die Sache erstmal aus. Ich weiß nämlich nicht, was jetzt passiert. Die alle mitkommen, haben wir ein Problem. Es sind zwei Werte, die haben keinen Supporter mit dabei, ja? Uff. Die kämpfen gegen die. Das bringt uns halt leider anscheinend nicht allzu viel. Nehmt ihr EMP-Betäubung? Immun gegen Feuer, Verwurzeln und Rückstoß. Ich definiere das mal als ein Ja für EMP-Betäubung. Ich bräuchte eine EMP-Granate. Okay, sieht aus, als müsste Dix das machen, weil die Lady wieder mal nicht weit genug kommt. Dix! Wir nehmen eine EMP. Hoppa! Okay, dann vernichten wir die beiden da schnell. Wir könnten noch eine kleine Säuregranate mit drauf werfen oder so. Muss keine große sein. Ach, wenn wir vier super haben und nur eine kleine, aber hey. Hopp. Dann kann der gleich dahinter rauskommen und mitspielen. So, und wir, naja, gehen ein bisschen dichter und schießen auf die so gut wir können, was? Dynamo-Sturmgewehr. Wenn wir die da hinsetzen und die benutzt den komischen Schrei, kriegt die dann beide Kerle rein? Nein, ich hätte Dix gerne mit drin, weil dann kriegen die nämlich beide ihren Bonus.
gucken, dass wir zuerst den da erschießen. Wirklich ein paar große Brocken hier, die zwei. Kann sein, dass wir da noch ein bisschen nachhelfen müssen, was Rüstungszerstörung angeht. Die da vorne prügeln sich hoffentlich weiter mit diesem Roboter da. Und nicht mit uns. Die brauchen nämlich noch ein Sekündchen, bis der down ist. Der kann denen absolut nichts tun, der arme Kerl. Der kauft uns da nur gerade ein bisschen Zeit. Was auch nicht unbedingt schlecht ist, aber... bringt uns leider nicht so viel, wie wir bräuchten. Bisschen zaubern hier gleich, ja. Und da schießt er von hier, na dann. Piu, piu, piu. Den kriegen wir dann jetzt down nächste Runde. Die töten halt den da jetzt und kommen dann hier zu uns. So, einmal schwere Deckung bitte. Dann müssen wir mal gucken. Elvis sieht relativ dünn aus gerade. Das Ding da zu werfen lohnt sich, glaube ich, nicht, weil wir gerade nur einen von denen treffen können. Wir gehen einfach hier hinten in volle Deckung und dann müssen wir gleich entweder noch eine EMP-Granate rausschmeißen oder Elvis einmal aufladen. Wenn der Große gleich noch mehr Truppler beschwört, haben wir sowieso ein ganz anderes Problem. Und zwar kein gutes. Dafür sind die zwei noch zu weit weg. Na gut, dann geht die auch mal nach hier hinten. Die machen ja nichts außer Laserpistolen abfeuern, was? Best plan is no plan. I'm staying. Oh Gott. Das war nicht so gut von dem. Immun gegen EMP-Betäubung? Ja, ist er. Na gut. Hahaha. Ha, ha, ha. Ist er immun gegen angehoben werden? Sieht nicht so aus. Wir müssen es testen, so oder so, ob der immun ist gegen angehoben werden. Ich meine, wir müssten nach da und dann den Typ in das Säurefass schmeißen. Ansonsten kommen wir hier sowieso nirgendwo hin. Wenn das jetzt nicht klappt, haben wir ein Problem. Das ist nicht so verkehrt gewesen, schätze ich. Auch wenn er nicht so viel Damage genommen hat, wie ich gerne hätte. Dix. Wenn ich mit den beiden da anlegst, verlieren wir, ja. Okay, pass auf, großer Kerl. Wir bräuchten eine EMP hier drüben. To the receiver! Und hier wäre, glaube ich, das Ding am besten aktuell, schadenstechnisch. Schauen, ob wir den dann nicht irgendwie betäuben können. Ein paar zähe Brocken hier, die großen Roboter von The First Family. Dusselige Necrons. Denkt ihr denn, wo wir hier sind? Elvis, mein Kerl, du hast noch Blitzhandschuhe drin, ja? Na, dann zappen wir den noch und dann muss er halt einmal Schaden von dem großen Kerl einstecken, bevor wir den gleich vernichten können. Dix, was wir mit dir machen, weiß ich noch gar nicht so richtig. Tackeln ist ja leider nicht. Bleibst du nur bei den beiden da. Bitte nicht noch mehr Dudes beschwören. Au, das hat wehgetan. Damit kann ich arbeiten, Dix. Hau, hau, hau. Nicht vorbeischießen, der 82.
Der hat mir gerade ziemlich wehgetan da hinten. Das bringt uns doch, glaube ich, gar nichts für den da. Der macht gleich neue Dudes und das ist nicht gut. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas dagegen tun können, dass er gleich neue Dudes macht. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas dagegen tun können, dass er gleich neue Dudes macht da hinten. Uff, das wird ruppig hier. Hat Elvis so viel Schaden gemacht mit einem Schuss? Können wir den schieben? Feuer verwurzeln, EMP-Betäubung. Wenn ich den mit einem Klopfer da rausschieben kann, kann ich natürlich nicht, weil die KI weiß, wie weit ich werfen kann, was? Uff, haben wir keine Chance, irgendwie vernünftig an den Typ da dran zu kommen. Ich denke, wir müssen uns einen Schnapper rufen, Elvis heilen und die Sache erstmal auf sich sitzen lassen. Wieso ist das denn ein 65er Schuss? Willst du mich flachsen, Lady? Halten wir auf Seite. Ich meine ja, der Typ, der ist betäubt, heißt, wir müssen uns jetzt nicht unbedingt sofort um den kümmern. Bei dem seine Freunde schlagen ja gleich hier auf. Okay, Rucksack öffnen. Eine Energiezelle bitte. 80 kW. Einen Dude. Und, naja, wir müssen hier in Deckung gehen. Und dann müssen wir gleich den Typ da hinten töten, der jetzt nochmal zwei Dudes beschwört. Das ist nicht gut. Wir hätten Nature's Ghost hätten wir von der anderen Seite aus angegriffen. Nicht den Hexendoktor. Okay, Dix, du hast zwei neue Ziele. Oh Mann. Wir müssen ihn irgendwie da hinten rauskriegen. Und ja, die könnte dir nochmal Miasma wirbeln. Überlebt Dix nicht. Frage ist, wäre das relevant, ob er das überlebt oder nicht. Ich würde den zu weit nach hinten schubsen. Ich will nicht, dass er noch weiter nach hinten fliegt. Ist er immun gegen Rückstoß? Nein. Das wäre aber vielleicht die beste Möglichkeit, den da rauszukriegen und mich darum zu kümmern, dass er uns jetzt nicht mehr belästigt. Natürlich ein Crit, ja. Also theoretisch, also nicht. Also theoretisch, also nicht. Wir hätten noch einen... Nein, wir haben keinen Handschuh. Mit dem können wir töten. Er hatte sowieso einen 100%igen Crit gerade drauf, nicht? Ja. Jade, kriegen wir dich irgendwie so hin, dass du hier helfen kannst? Wir sind hier gerade insgesamt in keiner besonders guten Position, sage ich euch mal, so wie es ist. Die hat gerade nicht den Dings drauf, gell? Nee. Die macht aber auch nicht genug Schaden, um den da töten zu können. Der Säureschuss ging wohl vorbei. Der darf hier nach aber nochmal. Dann muss Dix noch eine EMP schmeißen. Die waren teuer, die haben 300 das Ding gekostet, gell? Dickes Uff, die Dinge hier so casual in die Gegend zu werfen. Der liegt immer noch. Das ist doch ganz gut für uns. Mal Säureschuss auf den.
mal Shotgun Blast hier durch. Dann soll er vielleicht mal anfangen, auf den da zu schießen. Weil irgendjemand muss das ja tun. Hier schläft er noch im Moment. Okay. Lady, chill mal. Die zwei sollten wir denn jetzt eigentlich umbekommen, nicht? Die zwei sollten wir eigentlich umbekommen. So, 50. Dix, wenn wir dich zuerst hier hin bewegen, kriegst du ja nochmal erhöhte Crit-Chance. Auch wenn es da nicht steht. Dix mag einfach keine anderen Roboter, okay? Guter Kampf, bisschen auf der teuren Seite des Lebens. Brauchen neue EMP-Granaten. Was hat er denn hier dabei gehabt? Reichweiten-Champ in Größe, 30%. War ganz nett. Super Mediport, noch mehr Plastik. Und bei dem ganzen Plastik können wir uns tatsächlich auch die EMP-Granaten leisten. Gwen. Princess Jade. Prinzessin! It's been years. And years. Oh. You look good. So ist das. Not as good as you, but you bring friends. Do they? No. Keeping secrets keeps us alive. Naja, ich habe die Cutscenes gesehen. Before I slip back into the shadows, I want you to have this. My pilot suit. Bist du ein Titan Pilot? And now you can wear it when you destroy them. Ich mag das Outfit von Jade eigentlich. Be safe. Till we meet again. Who is she? Gwen helped me break out of a family facility. We escaped in one of their airships. Why does she call you princess? You must have been hearing things. Ali, die Schwester ist. Wir wissen das doch. Wow. Das sieht mir ein bisschen zu ghetto aus, fast schon. Was ist das mit diesen Outfits, dass die komplett daneben sind, einfach? Dann guckt euch das Ding doch mal an. Obligatorischer Schritt bei der Erziehung der First Family ist es zu lernen, wie man ein Dropship steuert. Hierbei primär Praktikabilität. Hoch über den Wolken. Rebellische Jade verliebt sich in die Fliegerei. Herkömmlichen Pilotenanzug. Ich mag das Outfit da tatsächlich. Ich mag die Standard-Outfits von den Charakteren hier. Da ist viel dran. Natürlich mal wieder ein Level-Up, warum auch nicht. Wir suchen noch davon eine und wir suchen davon eine. Das hat sich ja dann auch bald erledigt, schätze ich. Wir hatten noch einen Reichweiten-Fernkampfkumpel mit dabei, nicht? Den größeren oben drauf. Wenn ihr mal Zeit, dass ihr das Gewehr wechselt. Du hast einen drauf. Da könnte eigentlich auch mal das Reichweiten-Ding drauf, anstatt der Läuterer. Ich weiß nicht, wie viel uns das bringt. Oder ob das sogar schlechter ist. Aber manchmal steht die mit dem Ding da einfach echt scheiße. Wo muss ich denn hin, um die Family zu zerstören? Sehe, dass das da der richtige Weg ist. Weil eigentlich waren wir doch in diese Richtung hier unterwegs. Da oben sieht aus, als würde noch ein Haufen Plastik liegen. Düb, 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 düb. Da haben wir gerade mit Level-Ups zugebombt hier, huh? Level 18 schon. Ich glaube, das Spiel hier hat nicht mehr allzu viel im Tank. Was haben wir denn hier Neues gekriegt? Achso, ja, nochmal Quarterback, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Was ist das hier am Leuchten? KW-Reduzierer ist so nun mal halt, ne? Was soll ich ansonsten machen? Was wollte ich hier drin? Sag mal einer. Ah, Level-Ups. So. Was hätten wir denn hier? Jäger aus dem Hinterhalt. Gewehr bei Flankenschüssen. Ich hätte gerne Desperado. Aber... Das dauert ja noch 100 Jahre, bis das soweit ist.
verfügbar 2. Das heißt, wenn wir den hier rausnehmen, sehe ich, was wir bei dem hier wollen. Also, wo wir hier hin wollen. Mehr Rüstung? Und das hier oben ist alles nix. Also, wenn ich nicht weiß, wo wir hier hin wollen. Das hier habe ich eben gerade schon wieder nicht gedrückt, gell? Eieiei. Machen wir einfach mal weiter, bevor hier noch jemand durcheinander kommt. Ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl, dass das Ding hier gerade in die falsche Richtung zeigt oder dass ich irgendwie schusselig bin. Ach nein, genau, wir wollen da hoch. Ja, 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 doch, doch, doch. Wir sind von der anderen Seite reingekommen, also von der anderen Seite, als ich dachte, dass wir reingekommen sind. Wow, hey, hi. Kann immer noch nicht garantiert Baller erschießen, okay? Der Schmierer da steht aber so, dass den niemand sieht. Dreh dich mal um, du Robonus. Guck denn bis hier hin. Der Mini da, ha? Huh? Mal, dass du hier wegkommst. Ich habe keine Lust, euch alle zu töten. Schießen uns hier links durch und gut ist. Okay, das sieht niemand. Dann bewegen wir uns hier mal kurz durch. Dann können wir nämlich hier hinten vorbei gleich. Dann können wir nämlich da hinten vorbei. Da waren wir doch auch schon gewesen. Wieso stehen denn jetzt plötzlich überall starke Roboter? Können wir den da versuchen zu töten, ohne dass das jemand mitbekommt? Haben wir irgendwas? Nein, hat alles Cooldown. Hast du irgendwas? Der nicht trifft, fangen wir halt ein bisschen an zu schwitzen. Okay, ich glaube, die muss jetzt noch weiter von den Gegnern wegstehen. Das ist absolut nicht das, was ich wollte mit dem Fernkampf-Buddy. 85% der Crit bringt uns nicht mal allzu viel. Aber das gibt hier gerade nichts. Wenn das nichts wird, werden die alle böse, oder? Die gehören da auch noch mit dazu. Wir könnten ansonsten eine Flasche ausgeben. Schüsse bringen beide gleich viel. 85%, dann hat er noch so viel. Ich glaube, das ist dann wieder genau zu wenig für Elvis. Können wir hier links vorbei? Nee. Wie weit guckt denn der da vorne? Okay, dann geht's wohl nicht anders. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust, hier gegen die Jungs zu kämpfen, weil wir haben da genau gar nichts von. Wir drehen den da um. Hey, Idiots! Dann hoffen wir, dass wir da links durchhuschen können. Wir schießen da oben den Schmierer oder was das da sein will. Sind dann auch schon durch. Also der kann da an diesem Cybertruck vorbeischauen und sieht uns. Sieht aber gerade nicht so aus. Das hier ist ein unnötiger Kampf. Wir bekommen eh kaum EP für die Kämpfer, also von daher weiß ich nicht, warum wir die hier töten sollten. Na dann, ab in Richtung Krankenhaus. Da schwebt ein Auto. Hallo. Breakfast Club, okay. Ja, da unten liegen coole Sachen. Wie kommen wir denn da rum? Also irgendwo nochmal nach links gehen, weiter vorne. Ist das da vorne ein Vortex? Das ist eine große, große Kampfarena hier vor allen Dingen. Das war mal so eine Art Miasma-Wand, ne? Was zum Teufel ist das? Ach, nur ein Wärter, wenn es männlich ist. The Breakfast Club. Breakfast, that's like food, right? Ja, Dix.
Wow, 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 wer ist er denn? Speckschokoriegel vegan. Was? Ich hab schon wieder ein Level up. Nochmal Spiel, was ist denn los bei dir? Spiel, was ist denn los bei dir? Keine Lust mehr, oder was? Eieiei. Ja, ich habe immer noch keine Ahnung. Es kostet alles wirklich viel. Akrobat brauchen wir bei der nicht. Berserker, nach jeder Tötung erhält der nächste Schuss des Helden eine zusätzliche Crit-Chance von 50%. Das ist ganz cool, aber das kostet halt auch ein bisschen was, ne? Der Held erhält 20% Crit-Chance gegen unbeschädigte Gegner. Na, da sind wir doch zu Hause. Da sind wir doch zu Hause. Das ist für den Opening-Shot eine super Angelegenheit. Frage, ob sich da nicht mittlerweile tatsächlich schon mehr lohnt. Jetzt müssen wir die Sachen mal kurz durchrechnen, okay? So, die hat 20% Crit-Chance aus dem Hinterhalt. Die hat 20% Crit-Chance auf unbeschädigte Gegner, sind 40%. Das Gewehr hier hat 20% Crit-Chance aus dem Hinterhalt, sind 60%. Mit dem 40%er könntet ihr also einen 100%igen Crit abfeuern. Wäre vielleicht also fast schon sinnvoll, der die Schrotgewehr-Mod zu geben, ha? Huh? Wieder nicht hoch? Okay. Können wir hier irgendwie drum herum? Der Typ da vorne steht jetzt nicht unbedingt auf meiner Gegnerliste so direkt. Er sah ziemlich gemein aus. So einen Truppler zu Bonn hitten ist auch gerade nicht unbedingt das, was wir können. Außer natürlich, wir hätten ein paar Cooldowns bereit, aber so bereit haben wir gerade keine Cooldowns. Könnten hier runterspringen, aber wahrscheinlich nie wieder zurückkommen, wenn ich das hier richtig sehe, ja? Könnte vielleicht ein bisschen schummeln. Hold on, I'm going in. Heißt, wir machen hier sowas wie... Verstecken Dicks hier oben. Und wir verstecken die hier oben. Wir gehen mit Elvis darunter looten und teleportieren ihn dann danach wieder hoch. Das da hätte ich gerne. Zeigen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie zurückkommen würden. Ich höre die Stimme des Miasmas. Die Metallmonster der First Family seien draußen in der Nähe. Ich höre das Kratzen. Sie wollen sich hineingraben. Ich muss zum Zug. Irgendwas Cooles drin. Außer Plastik, mit dem wir gerade nichts anfangen können, leider. General ist ein zäher Brocken, was? Nee, scheint es leider nichts drin zu geben. Das heißt, mein Fuschkram wird leider nicht funktionieren. Da ist irgendwas Grünes drin, das uns gerade nicht interessiert. Na gut. Und da ist Elvis auch schon wieder. Das war gar nicht geschummelt, okay? Das war sehr taktisch gewesen. Die hier lassen wir mal kurz eine Sekunde stehen. Wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass wir hier irgendwie an denen vorbei müssen. Müssen wir anscheinend nicht, wir müssen da hinten hoch. Gut, wir müssen erstmal hier entlang. Da gibt es nämlich lilane Sachen und lilane Sachen sind immer gut. Die haben einen Wärter geweckt. Sehr lustig, dass sie den Typ da aufgeweckt haben. So, Elvis kann... Okay, da hoch. Wenn es unbedingt sein muss. Ja, 85% Crit hat die. Hiermit hat die dann sogar 115, macht die extra Schaden mit. So, die Defrag-Leute sind aber
Immun gegen EMP-Betäubung. Nicht, Alter, was sind das denn hier alles so harte Brocken gerade? 17 Mana-Technik aus. Wir müssen bei Zeiten mal einkaufen gehen. Wir brauchen neue Energie-Dinger. Wir brauchen einen Haufen neues Zeug. Uff. Was haben wir denn noch? Geht ja alles aus hier. Außer das Geld. So, was haben wir denn hier? Die kann man alle betäuben, auch die Defragmentierer, ja? Cool, cool, cool. Heißt aber aktuell... Aktuell bräuchten wir... dich hier, damit du die Jungs da betäuben kannst. Dich hier oben, damit du die da in dieses Fässchen da werfen kannst. Und Dix, wo wir dich brauchen, kann ich hier nicht mal genau sagen. Wahrscheinlich auch hier, damit du auf die beiden da schießen kannst, nicht? Da sind noch mehr Gegner. Das wird hässlich, hier durchzukommen. Das Einzige, was uns hier helfen könnte, wäre, wenn... der Wärter anfängt auf seine Kumpels zu schießen. Wir haben eine Menge Fässer hier, ja, das stimmt wohl. Wenn so jemanden wie den da schnappen würden und schmeißen ihn da unten drauf, hätten wir einen ziemlichen Rums angerichtet. Waren jetzt schon mal 3 Tote, ja? Können wir uns hier so irgendwie stellen, dass er den damit umblasen kann. Das wäre nämlich ganz nett. Okay, Dix, dann geh du mal bis nach da. Dann schießt du mal auf all diese Jungs hier. Bringt uns nichts von da. Oh, das ist ein garantierter Kill. Na dann. Dix ist eine Maschine. Okay, wir haben 2 Baller, 3 Baller und den Wärter noch. Der Wärter wird herkommen, der macht hier nur Nahkampf. Die Baller waren die, die diese komische hier gegengehüpft sind, nicht? So, wenn Dix da hochgeht, kann der auf das Sprengfass da schießen. Das wäre doch auch schon mal was. In Deckung hinter einem Sprengfass, genau der richtige Move. So, wenn dann nämlich jemand zu dem hochgesprungen kommt, kann der auch hinter dem Sprengfass in Deckung gehen. Ich weiß, dass wir Dix in die Luft sprengen können, das bringt mir nur nichts, was? Das ist zu weit. Ich glaube, die kann hier gerade nicht viel machen. Also im Zweifelsfall mal ihre Wumme nachladen, aber auch das bringt uns selten viel. So, der kann tatsächlich potenziell bis nach hier vorne vor. 74% ist doch gar nicht so wenig. Okay, anscheinend zu wenig. Ja, die Sache hier wohl in Ruhe aussitzen. Die trifft niemanden von hier. Dick ist uff. Dabei hat die doch noch 2 Punkte. Die wirft da keine Granaten von hier aus. Das da ist schwere Deckung, oder? Nee, das ist nicht. Das ist gar keine Deckung. Ja, dann muss er halt da oben bleiben. Geht ja nicht anders. Bisschen chillen. Wir gucken mal, was hier passiert. Sind ja nur noch 3 Stück. 4 Stück. War unangenehm. Okay.
haben irgendwelche Sprengfässer, die uns gerade was bringen. Anheben ist gerade nicht mehr. Ja, der da muss weg. Der da muss aber auch weg. Immun gegen EMP-Betäubung. Ah nein, das ist Elvis. Der ist nicht immun gegen EMP-Betäubung. Damit kriegen wir aber gerade immer nur den einen rein, nicht? Ja, schade drum. Können wir den da tackeln? Immun gegen Rückstoß. Der ist nicht immun gegen Rückstoß. Hydrauliksprung interessiert den da nicht. Aber den da. Aber den können wir nicht anspringen. Den da auch nicht. Das ist der einzige, den wir anspringen können, ja? Toll. Also wie nix. Hup. Das würde uns was bringen, wenn der einen halben Meter weiter neben sitzen würde, was? Das tut ihm nichts, ne? Gerade drum. Okay, Fräulein Jade. Hier hat gerade niemand irgendwas bereit. Ich denke ja schon, dass wir den da betäuben müssen, was? Es passieren hier komische Dinge. Also, wir haben immer noch zwei Gegner, die hier gegen uns kämpfen wollen. Wenn wir das Ding hier hinschmeißen, kann das dann das Fass da zünden und den Typ damit treffen oder eher nicht? Wenn ich das sehe, sollte das eigentlich nicht nach oben sprengen. Außer die Anzeige ist tatsächlich komplett falsch, dann fällt Jade jetzt halt flach. Das heißt dann aber auch, wenn wir das Fass da oben anzünden, nimmt der da unten Schaden. Blöd, dass das Spiel das nicht ordentlich anzeigt, was? Na gut, sie wird es wohl überleben. Bleibt der dann halt mal kurz so da stehen. Also viele Level-Ups, die wir gerade kriegen. Oh, kritisch getroffen. Wird sich das früher oder später schon ausgehen. So, der ist da definitiv nicht mit drin. Heißt aber, wir schicken unseren Robo-Freund mal darüber. Piep, boop, piep, boop, piep, boop. Wie ist denn auf den? Wie ist denn auf den? Dann müssen die beiden hier den da langsam mal erschießen, sonst wird das hässlich. Nemesis, was? Der kann sich eigentlich schon mal ein Stück weiter vorbewegen, damit er gleich dahin gegen den Baller mitkämpfen kann. Gut, das mit den Fässern merken wir uns mal, weil der Schaden wird ja nicht angezeigt. Lustig, wie es ist. Ich brauche mir nicht mehr, kleiner Turm. Okay, der ist tot. Wie sieht es denn cooldown-technisch aus? Sind wir gut mit dabei? Ja, einigermaßen. Dix, deine Wumme ist alle. Die Shotgun, 100% Trefferchance hat auf die Distanz, aber das Sturmgewehr nicht. Schon lustig. Ein wildes Kämpfchen. Wir haben vor allen Dingen die Sache mit dem Fass herausgefunden. Naja, wir haben einen Superpot zurückgekriegt dafür. Wir haben keine EMPs geworfen. Und wir kriegen gerade richtig viel Geld. Da müssen wir uns im Ordentlich mit EMPs eindecken bei Zeiten. Ich gehe davon aus, dass die Kämpfe gegen die Collector nicht weniger werden, sondern eher mehr. Wie eigentlich für einen coolen Battle Mech gefunden. Oh, hey, ist das ein Outfit? Wieso denn schon wieder ein Barmadi-Outfit? Dafür habe ich jetzt hier den Kampf gemacht. Uff. Warum sehen die Outfits alle so dämlich aus? Die sind alle super over the top, so als wären das komplett andere Charaktere plötzlich. Aber wir wollten ja eigentlich da hoch. Da war noch was gewesen, was wir durch die Wand gesehen haben, nicht?
Dann müssen wir schauen. Wenn wir uns mit genug EMP-Handgranaten eindecken, kommen wir auch durch die Gruppe da hinten durch. Today is my lucky day. Feuerfest, immun gegen Feuerschaden. Das sind halt alles so super nischige Dinger, nicht? Das alles. Wir haben uns hier so zusammenschießen lassen für ein bisschen Quatsch, ja? Eieiei. Na gut, wir können entweder weiter rüber gehen. Müssen wir kurz schauen, was haben wir denn noch? So, Supersäure haben wir noch eine ganze Menge. EMP nur noch eine. Medipods gehen ja sogar auch. Wir haben noch 6 von den großen. Was uns halt fehlt, sind... Ja. Was uns fehlt, sind Energiezellen. Und EMP-Granaten. Ja, hochgehen lohnt sich nicht, was? Na gut, ich würde sagen, wir gucken, dass wir noch rüber geschlichen kommen mit diesem komischen Krankenhausflügel. Um die Jungs hier vorne mit dem Vortex, den die da haben, kümmern wir uns dann wann anders, wenn wir uns nochmal neu mit Granaten und so eingedeckt haben. Oder potenziell noch irgendeine coole Waffe gefunden haben, damit wir 3 Leute haben, die Schalldämpferangriffe machen können. Aber jetzt gerade sind die mir ein bisschen zu viel. Oh, da geht's schon rüber. Hier ist das Schiff von den Collectern, okay. Den Vortex da könnten wir sogar mehr oder weniger heimlich abziehen und uns beeilen. Da steht gar niemand dran. On point. Gegner wird dich bemerken. Okay. Wir werden den Vortex nicht heimlich abziehen. Hupsi-tupsi. Dann lassen wir das wohl besser. Vor allem, weil man sich anscheinend nicht aus Kämpfen zurückziehen kann, egal wie weit man läuft. Und dann hoffen wir mal, dass wir da drüben mit der Schwachsinn nicht viel EP kriegen, so wie sonst auch. Ich würde sagen, wir kämpfen hier wieder gegen diese Miasma-Monster. You doing okay? Okay. This whole Alpha Editor thing. Are you remembering anything from here? Nein. No. But with all this craziness. Us still alive? I'm starting to believe I am this guy. It doesn't feel good. Feels like I'm not human. Hey, wir haben einen 5. Dude mit am Lagerfeuer sitzen. Nice. You still bleed. You probably still die too. I better keep saving your butt. Jade, have you gone sweet on me? Maybe. Maybe not. Maybe this is one big game and we're all illusions. Oha. That's deep. Maybe you're the Alpha Editor. Die ist ja auch 500 Jahre alt. Entschuldigung, 125 Jahre alt, vielleicht älter. So your plan is to heal Thor's daughter, take his spot in the arena battle, win the championship, party with Diesel, steal the key off his neck, then break into the factory. Ja, that's it. Ein guter Plan, oder? Have you actually thought this through? Nee, sonst wären wir nicht hier, Mann. Hell no. Who's had time to think? Myself. Can't wait for the arena. The clash of the gladiators. The roar of the crowd. Ja, der Mann in dem Ledermantel mit dem großen Schrotgewehr weiß halt Bescheid. That's right. You're not the only one with a destiny. Bamadi, dich mag ich nicht. This is not the focus I expect from you. Your mind, Ba? Trust the instincts of the Alpha Editor. He rose from the dead to destroy the factory. Not seek fame in a fighting pit. Sei still. Remember that prayer you taught me? Turn down the volume of my thoughts. Listen to the whispers of what lies beneath. Whispers that steer my ship towards my personal star. Ja, darum geht's hier gerade. There you go. Listen to my whispers. Helping Thor is the only way to get close to Diesel. Hat Antibiotika nicht eigentlich ein Verfallsdatum? Becomes the teacher, huh? Okay. Let's get these healing bottles. Save the healing bottles. Ich weiß nicht, ob man mich heutzutage einfach so losschicken könnte, um zu sagen, hey, wir brauchen Antibiotika, holst du welches? Dann wäre ich wahrscheinlich jetzt schon überfordert. Only the ones with a special ticket could get the healing bottles. Special ticket? They called it health insurance. Ticket or no ticket, let's grab some bottles for that old man. Ich weiß nicht, ob wir eine Krankenversicherung haben.
Claymore Medical Center Hospital. Medical Center. Guess this is the place for healing bottles. Ja, wir sind mit Sicherheit diese Miasma-Mimics als Gegner. Huh? Ich denke, wir werden heute aber keinen Kampf mehr machen. Wir kommen schon wieder an eine Stunde ran. Großer Parkplatz. Hallo? Ja, das sind Mimics, die da drin sind. Da unten ist noch ein Vortex. Another juicy vortex. Let's get down there. Take it slow, Diggs. Got a feeling something's waiting for us. Ja, GTFO-Monster, einen ganzen Haufen GTFO-Monster. Ach, das sind Hubschrauber. Ambulance drone, aka the flying coffin, a personal ferry across the river Styx. Jade ist wirklich alt, huh? Na dann, gehen wir mal in ein zombie-infiziertes Krankenhaus. Totenhaus? Krankenhaus? Alles dasselbe. Ahoi, ahoi. Jetzt müssten eigentlich so unsere Schultertaschenlampen angehen. Blink, blink. Wie komme ich da hin? Okay, da vorne rum, da entlang. Hier drin sind, glaube ich, gerade noch gar keine Gegner, oder? Dann holen wir zumindest noch ein bisschen Loot. Ich glaube, die Monster sind nur da hinten draußen. Huh? Das sieht aus wie so eine Heilstation aus Elysium. Sieht aber nicht so aus, als hätte das Ding besonders gut funktioniert, weil der Typ da drauf ist einfach nur in Scheiben geschnitten. Dr. Parker verbringt seine gesamte Zeit damit, medizinische Bücher zu lesen, aber nur bestimmte Bücher. Ah, hat er so sein Passwort nach seiner Leidenschaft festgelegt. Hä? Wir suchen also wieder nach einem Code für irgendwas, ja? Also für eine Tür natürlich. Oder einen Safe oder einen Waffenschrank. So, ich denke immer noch, man sollte das hier nicht einfach so einatmen. Der Aufzug kam nicht. Das ist mit Sicherheit keine besonders clevere Idee. Unten sind nämlich Gegner, ich kann sie sehen. I did original. Rotten away for God knows how long. Was ist denn hier drin? Was Schickes? Das ist keine Waffe mit Schalldämpfer. Edison Knox. 20% kritische Chance gegen Miasma. Das bedeutet, Dix wechselt seine Waffe. Prototyp der First Family. Na gut, wir sind hier oben dann auch gleich fertig. Dix, du müsstest wahrscheinlich für diese Mission hier deine Waffe wechseln. Kann überprüfen, die hat 10%, 20%, 60, 100 und die hat 10%, 20%, 60, 100. Ist genau dieselbe, nur nicht gegen Roboter, sondern gegen Miasma Boys. Gut, bedeutet, du hättest gerne, ach, das Ding haben wir gar nicht, gell? Dann kriegst du erhöhte Reichweite, hier ist dein Waffenschaden. Na, dann kann auf dem hier aber das Ding da drauf bleiben. So, was geht hier noch? Da ist irgendwas Blaues. This must be a healing bottle. Ach, eine von drei, okay. Wir können also nicht einfach so gehen jetzt. This spot's ancient. Probably worked here. Lass mal hören. State your purpose. Duckbot MP, resident physician, Claymore Medical. You picked the wrong day to get sick. Where can I find healing bottles? Patient Zero is hemorrhaging. I need that scan now. Patient Zero für was? Ich hab ein bisschen Angst jetzt. Wo sind die Zombies? The last thing you were doing? Trying and failing to contain the spread of the technovirus in Patient Zero. Technovirus. Who's Patient Zero? The first human to get infected with. This poison that's floating in the air. They're calling it miasma.
Listen, these lightning storms are cutting off our power. Can you get help? Oh, das klingt wild. Technovirus. The effects of Edison's initiative became clear. Crops were bountiful. Fish returned to the oceans, but now it all seems to be falling apart. Pass me that syringe. Thanks for talking. Okay, das ist wild, also, ich gehe davon aus, dass wir noch früher oder später herausfinden, was das Miasma wirklich ist. Was können wir denn hier oben noch machen, außer den Rollstuhlfahrer runterschubsen, den armen Kerl, damit wir auch eine Etage tiefer können. Irgendwo hier muss ja noch ein Safe oder ein Keypad sein, das ich noch nicht ganz verstehe, wegen der Bücherangelegenheit. Hier geht's auch nochmal runter, ja, aber anders. Patientenakte, Kater. Patient Kater, Magenkrämpfen, Übelkeit, Nahrungsmittelvergiftung, eingehende Untersuchung. Unwohlschein, nichts Spannendes. Nichts Spannendes. Okay, also hier geht's runter und vorne bei dem geht's runter. Wir schubsen mal den Rollstuhlfahrer. Einfach nur, weil das eine extra Interaktion ist. Ground floor. Danke, Aufzug, danke. Weil da kann man da auch mit X durch, da unten. Oder sehe ich das da falsch? Das heißt, da wird es jetzt irgendwas extra geben, was man da holen kann, wenn man einen Stockwerk tiefer ist, was? Ich denke, wir sind hier oben durch und wir gehen dann in der nächsten Episode ein Stockwerk nach unten. Schauen, wo wir die übrigen Heilflaschen herkriegen. Wo der Safe ist, den ich noch nicht so ganz verstanden habe. Und ob wir da hinten an diesen Vortex drankommen. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Liken und abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.